Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Wenn der Parteivorstand der CDU in Berlin zusammenkommt, dann ist das, wenn überhaupt, eine kleine Nachricht wert. Außer in den Tagen zuvor ist etwas Bemerkenswertes passiert. Und das ist es nicht nur für viele Beobachter, sondern wichtiger auch für Daniel Günther, dem CDU-Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein. Zu dem Vorgang in Thüringen, also bei dem die CDU mit den Stimmen von AfD und FDP einen Antrag gegen die Minderheitsregierung durchsetzen konnte, fand er ja ziemlich klare Worte. Ich bilde keine Mehrheiten mit Extremisten. Und wenn ich darauf angewiesen bin, dann weiß ich in dem Augenblick, ich kann meine Hand nicht dafür heben. Allerdings, so Parteichef Friedrich Merz, sei das ja eine Einzelmeinung. Fragen wir nach bei Theo Koll aus unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Abend, Theo. Wie war das denn heute bei dem Treffen? War da Daniel Günther quasi allein zu Hause? Also die in der Spitze der Union verbreitete Meinung ist es, nicht dauernd über den Umgang mit der AfD in einen parteiinternen, aber öffentlichen Streit zu geraten. Das arbeitet aktuell in gewisser Weise zugunsten der von Friedrich Merz vorgegebenen Linie. Aber Daniel Günther ist mitnichten eine Einzelmeinung. In der anschließenden Pressekonferenz wurde heute zwar von breiter Zustimmung für die Thüringer Linie gesprochen, genaue Angaben, wie viele aus der Parteiführung sich wie geäußert haben, gab es aber nicht. Erstaunlicherweise hat sich meines Erachtens Friedrich Merz mit der Aussage über Günther als Einzelmeinung eine unnötige Flanke geöffnet. Denn die Partei ist in der Frage des Umgangs mit der AfD gespalten. Und jetzt kann jeder, der wie Daniel Günther denkt, mit einer öffentlichen Äußerung die Merzsche Darstellung leicht torpedieren. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gab im Anschluss eine Pressekonferenz, auf der sich auch der Generalsekretär dann noch mal geäußert hat. Hören wir da noch mal kurz rein. Die Beschlusslage ist klar, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. In dieser Partei gibt es nachweislich Nazis. Da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Übrigens auch wirtschaftspolitisch ist immer interessant zu sehen, dass man sich freut, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Ich möchte, dass es Deutschland wieder besser geht. Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gilt. Sagt der Generalsekretär der CDU. Also dieser Unvereinbarkeitsbeschluss ist aber dann doch irgendwie ja, Auslegungssache, und die Ortsverbände im Osten machen eh, was sie wollen. So klang es jedenfalls hier gestern Abend in einem Beitrag im Heute-Journal, den wir gesendet haben. Ja, das kann man wirklich sagen. Also Zitat eines sächsischen Gemeinderats, den ich noch im Ohr habe. Wir haben null Brandmauer. Man kennt sich, man schätzt sich, trinkt abends ein Bier zusammen und denkt bei Brandmauer eher an die Grünen. Da sind schlicht zwei Welten unter dem Dach einer Partei. Und mit AfD-Umfragen in 4 Bundesländern bei jeweils über 30% dürfte das Problem künftig nur noch größer werden. Übrigens ist das bei der FDP in Thüringen ganz ähnlich. Die segelt nur aktuell im politischen Windschatten der Christdemokraten. Auch die Liberalen haben bei der Grundsteuerabsenkung ja gemeinsam mit der AfD für eine Mehrheit gesorgt. Die Bundes-FDP hatte schon vorher entschieden, dem Landesverband kein Geld aus dem bundesweiten Kampagnenfonds zu zahlen. Aber die Reaktion der Thüringer Liberalen war dann könne man ja jetzt das eigene Konzept zu 100% umsetzen. Also auch da steht der Bundespartei Freude ins Haus. Sagt Theo Koll aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Ja, und dann schauen wir doch jetzt einfach auch mal in den Osten. Immerhin wird dort im nächsten Jahr in 3 Bundesländern der Landtag gewählt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und in allen dreien Bundesländern liegt die AfD aktuell in den Umfragen vorn. Damit ist auch klar, alle Parteien sind unter Druck, insbesondere aber die jeweiligen Ministerpräsidenten. Wie jetzt regieren? Wie reagieren? Welche Themen setzen? Cornelia Schiemens berichtet aus Sachsen, wo der Countdown schon läuft. In Sachsen ist der Wahlkampf gestartet, zünftig mit Schweinesteak und Grillkäse. Staatsregierung im Gespräch, so der Name des Formats. Geladene Gäste, abgeschiedenes Hotel, ohne störende Zwischenrufer. Die gesellschaftliche Spaltung beschäftigt hier jeden. Ich schaue so ein bisschen mit Sorge auf die Gesellschaft, weil ich sage mal, es sind alles Menschen, und warum kann man nicht miteinander reden? Und auf der anderen Seite merken wir das natürlich auch im Alltag, dass die AfD hier Menschen fängt und dass sie Stimmung macht. Die Umfragezahlen, die sprechen ja eine sehr eindeutige Sprache, und davor habe ich Angst.
Jüngste Umfragen sehen die AfD in Sachsen führend mit 35%. Der Ministerpräsident will zwar eigentlich keine Regierung mehr mit den Grünen, aber doch irgendwie weiter regieren. Das Ziel ist, dass wir stärkste Kraft werden und wieder eine Regierung aus der gesellschaftlichen Mitte herausbilden können. Das ist wichtig und deswegen ist jetzt jeder Tag Arbeit ist ein wichtiger. Seit Monaten knirscht es heftig im Gebälk der selbsternannten Arbeitskoalition. Kein Thema an diesem Abend. Statt Verbalattacke Kuschelkurs. Es geht um Vertrauen der Menschen, dass man das hinbekommt. Und deswegen müssen wir alle sehr aufpassen, wie wir übereinander reden, weil dieses Vertrauen das Fundament der Demokratie ist. Beobachter fürchten einen polarisierten Wahlkampf, der sich hauptsächlich gegen die Grünen richtet, nicht gegen die AfD. Von dieser Polarisierung, die auch von demokratischen Parteien mitgetragen wird, profitiert die AfD am stärksten. Und das wird zu weiterer Ohnmacht, das wird zu einem schmutzigen Wahlkampf, zu einem populistischen Wahlkampf führen, den man ja jetzt schon in sozusagen in Anfängen beobachten muss. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns einfach. Hier sind die Kontaktdaten alle drin. René Bochmann, AfD-Bundestagsabgeordneter auf Werbetour in Schkeuditz bei Leipzig. Unterstützer akquirieren, Wähler mobilisieren, Stimmungen aufnehmen. Dafür steht er hier 7 Stunden am Stück, weil er einen Traum hat. Jeder Traum ist eigentlich der Ursprung eines Ziels. Und wenn wir weiter so machen, und ich glaube, das wäre leistbar, können wir diese absolute Mehrheit erreichen. Wähler und Abgeordneter bestätigen sich gegenseitig in ihren Meinungen gegen die da oben in Dresden und in Berlin. Persönlich habe ich eigentlich keine Probleme, bloß ich bin so wütend auf diese Scheißpolitik, die hier betrieben wird. Dass Deutschland eigentlich nur bergab geht, wirtschaftlich. Ja. Nicht bezahlbarer Wohnraum für viele Leute. Es ist eigentlich alles in Schieflage gekommen. Arbeit muss sich lohnen. Und was noch für ein Spruch? Nichts ist eingetreten, gar nichts. Das regt mich so auf. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht und wütend. Es ist diese wachsende Wut, die Politik und Gesellschaft umtreiben und auf die dringend eine Antwort gefunden werden muss. Und ein weiteres großes Thema, nicht nur in Zeiten des Wahlkampfes, ist ja die Migration. Wie steuern, wie begrenzen, wie verteilen, wie integrieren, wie abschieben? Fragen über Fragen, die seit Jahren immer wieder hitzig debattiert werden, mit Versprechen garniert. Aber eine wirkliche Verbesserung stellt sich dann irgendwie nicht ein. Weder für die Geflüchteten noch für die aufnehmenden Länder. Ausbaden dürfen das dann bei uns, insbesondere die Kommunen und die ehrenamtlichen Helfer. Frustrierend, ganz klar. Und wenn dann auch noch Migranten aus ein und demselben Land sich hier die Köpfe einschlagen und on top Polizisten angreifen, dann hört das Verständnis bei vielen auf. So geschehen, erneut geschehen, muss man ja sagen, auf einer Veranstaltung von Eritreern in Stuttgart. Über die Nachwehen, 2 Tage nach den Ausschreitungen, Sven Klass. Was da passiert ist am Samstag in Stuttgart, wirkt auch heute noch nach. Beschäftigt Ermittlungsbehörden, löst gesellschaftliche Debatten aus. Gewaltexzesse auf offener Straße, massive Angriffe auf Polizeibeamte. Die Kollegen haben berichtet, dass sie plötzlich und unerwartet einem Steinregen ausgesetzt waren. Eine Kollegin hat von einer Wand von Steinen gesprochen. Auch mit Metallstangen und Holzlatten mit Nägeln wird auf Polizeibeamte eingeschlagen. 31 Polizisten werden verletzt. Anfangs sind nur 20 Beamte vor Ort. Die sollen eine Veranstaltung in einer Halle schützen von Unterstützern des diktatorischen Regimes in Eritrea. Der Protest draußen gegen diese Veranstaltung und gegen das brutale Regime schlägt in Gewalt um, was so nicht zu erwarten gewesen sei. Das sind Veranstaltungen, die auch in der Vergangenheit regelmäßig stattgefunden haben und die im Wesentlichen völlig störungsfrei verlaufen sind. Das mag für Stuttgart stimmen, dennoch hätte man gewarnt sein können. Gießen Anfang Juli, auch hier kommt es zu Ausschreitungen von Gegnern des eritreischen Regimes am Rande einer Veranstaltung von mutmaßlichen Unterstützern des diktatorischen Präsidenten des Landes. Die Erkenntnisse aus Gießen waren uns bewusst, sie waren aber auf diese Veranstaltung am Samstag überhaupt nicht anwendbar. Warum, ist der Gewerkschaft der Polizei unklar. Sie fordert auch die Politik zum Handeln auf.
In der Tat wurde seit Anfang Juli aus den Lehren Gießen keine solchen gezogen. Die Politik hat sich mit warmen Worten sehr weit in Deutschland medial bewegt, aber unterm Strich ist nichts passiert. Nach Stuttgart drängt nun politisch erneut die Frage, wie umgehen mit Konflikten aus anderen Ländern, die auch in Deutschland ausgetragen werden, und mit Tatverdächtigen aus diesen Ländern. Das kann nicht sein, dass diese Konflikte aus dem Ausland hier bei uns ausgetragen werden. Das müssen wir verhindern. Und deswegen appelliere ich auch an diejenigen, die da Entscheidungen tragen, ob es in den Ordnungsämtern der Städte ist, doch zu prüfen, ob man sowas nicht unterbinden kann. Aber natürlich auch an Gerichte, die das überprüfen, einfach nochmal hinzugucken, was ist in Gießen passiert, was ist jetzt wieder in Stuttgart passiert. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das muss jeder in diesem Land wissen. Die Abschiebung von Tätern nach Eritrea allerdings, auch aus Teilen der baden-württembergischen CDU gefordert, dürfte schwierig werden, unter anderem wegen der dortigen Menschenrechtslage. Aus dem ebenfalls CDU-geführten Landesjustizministerium heißt es auf ZDF-Anfrage, Abschiebungen nach Eritrea seien aktuell aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Das Thema wird uns sicherlich weiter beschäftigen. Und wir beginnen jetzt mit den Nachrichten und Gundula mit einem Thema, was uns auch schon sehr lange beschäftigt. Ja, im Osten der Ukraine wird weiterhin schwer gekämpft. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten nach der Rückeroberung mehrerer Dörfer auch den Durchbruch einer Verteidigungslinie nahe Bachmut. Unterdessen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius weitere Militärunterstützung für die Ukraine angekündigt. Laut Bild-Zeitung Munition im Volumen von 400 Millionen Euro. Vor dem Internationalen Gerichtshof hat erstmals ein Vertreter Russlands gesprochen. Er forderte, die Klage der Ukraine wegen der Invasion abzuweisen und sprach von Verfahrensmissbrauch. Er erneuerte den Vorwurf, die Ukraine werde von Neonazis regiert. Ohne Angabe von Gründen hat das ukrainische Kabinett 6 Vize-Verteidigungsminister entlassen, darunter die bekannte Vizeministerin Hanna Maljar. Der neue Verteidigungsminister Umerov spricht von einem Neustart. Erst Anfang September war sein Vorgänger Reznikow entlassen worden, wegen Korruptionsvorwürfen in seinem Ministerium, die er Reznikow zurückgewiesen hatte. Polen wird von einem möglichen Korruptionsskandal bei der Vergabe von Visa für Bürger aus Afrika und Asien erschüttert. Medienberichten zufolge sollen polnische Beamte gegen Bezahlung hunderttausende Visa für den Schengen-Raum illegal vergeben haben. Die rechtskonservative Regierung, die in der EU für eine harte Linie in der Migrationspolitik steht, spricht von 200 Fällen. Oppositionsführer Tusk von 250.000. In Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Mehr zu den Folgen der Korruptionsvorwürfe im Heute-Journal-Update um 0.20 Uhr. Die Erzfeinde USA und Iran haben einen über Monate eingefädelten Gefangenenaustausch durchgeführt. 5 im Iran inhaftierte US-Bürger kamen dabei frei. Sie sind mittlerweile in Katar gelandet. Das Golfemirat war an den Verhandlungen beteiligt. Im Gegenzug entlassen die USA 5 iranische Häftlinge. Außerdem soll Teheran auf eingefrorene Gelder in Höhe von umgerechnet 5,5 Milliarden Euro zugreifen können. Aus Protest gegen eine Äußerung von Bundesaußenministerin Baerbock hat das chinesische Außenministerium die deutsche Botschafterin einbestellt. Während ihrer USA-Reise hatte Baerbock vergangene Woche in einem Interview Chinas Präsidenten Xi als Diktator bezeichnet. Peking sieht darin eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation. Vor der morgen beginnenden UN-Vollversammlung in New York bilanzieren die Staats- und Regierungschefs auf einem Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen die bisherigen Bemühungen im Kampf gegen Armut. Bundeskanzler Scholz kritisierte dabei weltweite Versäumnisse und forderte Fortschritte für ein besseres Zusammenleben. UN-Generalsekretär Guterres legte einen so wörtlich Rettungsplan für die Menschheit und den Planeten vor. Den UN zufolge sind nur 15% aller Vorsätze auf Kurs.
Nur bei 15% liegt man im vorgesehenen Zeitplan. Das ist echt mickrig. Hinzu kommt, dass es in einigen Bereichen nicht nur keinen Fortschritt, sondern sogar Rückschritte gibt. Das kann selbst die UNO nicht mehr schönreden. Dabei war 2015, in dem Jahr also, als die 17 sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele festgelegt wurden, die Euphorie und die Hoffnung groß, dass diese Ziele wirklich erreicht werden könnten. Immerhin geht es um nichts Geringeres als um die Existenz zahlreicher Menschen weltweit. Elmar Thewissen ist für uns in New York dabei. Elmar, sind diese Ziele wirklich bis 2030 nicht mehr zu erreichen oder doch noch? Also es wird extrem schwer werden, aber man hat hier ja diesen Rettungsplan wirklich verabschiedet, einstimmig übrigens. Und der enthält viele konkrete Punkte, die man einfach im Jahr 2015 vergessen hat, indem man nämlich jetzt Strukturen schafft und schaffen wird, die dafür sorgen, dass Länder in der Lage sind, diese Ziele zu erreichen. Ein Beispiel: Es soll einfacher werden, Kredite zu bekommen über Weltbank und Währungsfonds. Es wird einfacher, Privatinvestoren zu finden, die eben in Großprojekte investieren. Und wenn man so etwas macht, wie beispielsweise den Ausbau des Stromnetzes in Afrika, soll mit berücksichtigt werden, dass man dabei auf erneuerbare Energien setzt. Das kann man schaffen, wenn man Technologien und Geld bekommt. Da spielt Deutschland eine ganz wichtige und große Rolle. Und insofern kann man, glaube ich, sagen, so konkret, wie es jetzt in der Erklärung steht, war es eigentlich noch nie. Ob das zu schaffen ist, das liegt an den Politikern. Das hätte man sich dann vielleicht auch früher überlegen können. Aber du hast gerade Deutschland angesprochen. Einen kleinen Grund zum Feiern gibt es ja heute dennoch, jedenfalls aus deutscher Sicht. Denn heute vor 50 Jahren, da traten die BRD und die DDR der UNO bei. Sie wurden damals Mitglieder Nummer 133 und 134. Und auch wenn die Bilder, wie Sie sehen, damals schon bunt waren, so wurde die Welt damals politisch schon noch in Schwarz und Weiß geteilt, also konkret in Ost und West, Elmar. Und durch den Angriffskrieg der Russen hat man ja fast das Gefühl, die Uhr dreht sich wieder so ein bisschen zurück. Welche Rolle spielt das Thema heute? Ja, heute eine riesige Rolle, weil man das Gefühl hat, dieser Angriffskrieg bremst eben auch die Erfüllung dieser Nachhaltigkeitsziele. Willy Brandt hat 1973 übrigens interessanterweise gesagt, wenn es der Welt nicht gelingt, die Gewalt zurückzudrängen und zu ächten, wie soll sie dann die Friedensprobleme eigentlich lösen können? Und genau das gilt hier. In den nächsten Tagen ist deshalb Ukraine das riesige Thema, morgen bei der Generalversammlung, am Mittwoch im Weltsicherheitsrat. Und wir rechnen damit, dass es eben auch neue Waffenlieferungen an die Ukraine geben soll und dass Russland hier eigentlich isolierter ist, als es das in den letzten ein, zwei Jahren war, eben weil man das Gefühl hat, dieser Krieg steht der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele im Weg. Und deswegen ist die Chance größer denn je, dass man auch in Sachen Ukraine ein Stück weit vorankommt. Sagt Elmar Thewissen live aus New York. Vielen Dank. Und wir haben es gerade ja auch schon gesehen, auch der Bundeskanzler, also Olaf Scholz, ist in New York, wird aber wahrscheinlich dennoch verfolgen, was sich gerade in Bonn abspielt. Immerhin taucht sein Name in der Anklageschrift 27 Mal auf. Ja, es geht um Cum-Ex mal wieder, aber dieser Prozess könnte Olaf Scholz auf die Füße fallen, denn auf der Anklagebank sitzt Christian Olearius, früherer Chef der Warburg Bank. Das ist die Bank, an die die Hamburger Finanzverwaltung Steuerforderungen in Millionenhöhe hatte, diese dann aber doch verjähren ließ. Kritiker sagen, verjähren ließ, nachdem sich Olearius mit dem ersten Bürgermeister traf. Scholz, Sie erinnern sich, erinnert sich zwar an die Treffen, nicht aber an deren Inhalt. Vom ersten Prozesstag Christoph Schneider. Während die Staatsanwaltschaft schon fast eine halbe Stunde vor Prozessauftakt präsent ist, betritt der 81-jährige Angeklagte Christian Olearius, eingerahmt von vier Verteidigern, erst kurz vor 10 den Sitzungssaal. Kaum eine Regung, nur gelegentlich ein Schmunzeln, so zeigt sich der ehemalige Top-Banker vor dem Landgericht. Die Zuschauereien gut gefüllt. Einer von ihnen Fabio De Masi. Bei schon manchen Strafverfahren rund um Cum-Ex-Geschäfte hat dieser Prozess eine besonders herausgehobene Stellung, findet der ehemalige linken Abgeordnete und Finanzexperte. Dieses Verfahren hat eine enorme Bedeutung, auch eine hohe symbolische Bedeutung, weil es jetzt wirklich um die obersten Etagen geht, also um den ehemaligen Gesellschafter der Warburg Bank und nicht irgendeinen kleinen Angestellten. Und das sendet natürlich enorme Schockwellen auch durch die
durch die Vorstände von Banken, die sich an solchen kriminellen Geschäften beteiligt haben. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Über Stunden zeichnet die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ein detailliertes Bild eines abgestimmten Systems, bei dem allen Beteiligten bewusst gewesen sei, dass die Profite der Cum-Ex-Geschäfte gerade durch unzulässige Steuertricks entstehen. Olearius soll die verbotenen Geschäfte nicht nur abgesegnet, sondern auch initiiert haben. Der Angeklagte soll bei 13 Fällen in den Veranlagungsjahren 2007 bis 2011 als Hauptanteilseigner, als persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Partner einer Hamburger Privatbank sogenannte illegale Cum-Ex-Geschäfte begangen haben. Das Prinzip Cum-Ex. Banken, Aktienhändler und Steueranwälte schoben sich trickreich Aktienpakete hin und her, sodass das Finanzamt nicht mehr folgen konnte. Dabei wurde die fällige Steuer nur einmal bezahlt, am Ende vom Finanzamt aber mehrfach zurückerstattet. Schaden für den Fiskus insgesamt geschätzt mehr als 10 Milliarden Euro. Im Fall von Olearius geht es um knapp 280 Millionen Euro. Und auch der Name des Bundeskanzlers spielt eine Rolle. Er kommt 27 Mal in der Anklageschrift vor. Er hat sich dreimal mit Herrn Olearius getroffen, als gegen den bereits ermittelt wurde, es bereits eine Razzia an der Bank gab, um mit ihm über das laufende Steuerverfahren zu diskutieren. Auf der Zeugenliste des Landgerichts steht Olaf Scholz bisher nicht. Übermorgen wird Olearius Verteidigung Stellung zur Anklage nehmen. Und für Mitte Oktober hat die 13. Strafkammer die ersten Zeugen vorgesehen. Insgesamt sind 28 Verhandlungstage bis Ende März kommenden Jahres bestimmt. Vorerst. Und mit Nachrichten aus der Wirtschaft machen wir jetzt weiter. Und da schauen wir wieder mal, Gundula, auf den Wohnungsmarkt. Ja, es werden immer weniger Baugenehmigungen erteilt. Laut Statistischem Bundesamt wurde im Juli der Bau von nur 21.000 Wohnungen genehmigt. Fast ein Drittel weniger als im Vorjahresmonat. Die Krise verschärft sich. Frank Bethmann, die Bundesregierung plante den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Was bleibt davon übrig? Tja, es wird immer schwieriger. In den ersten 7 Monaten des Jahres wurden noch nicht einmal 160.000 Wohnungen genehmigt. Die Bundesbauministerin hat längst eingeräumt, dass das Ziel in diesem Jahr deutlich verfehlt werde. Um 20% höhere Baukosten, dazu Zinsen, die sich mittlerweile vervierfacht haben und möglicherweise sogar noch weiter steigen werden. Schließlich hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erst jüngst weiter angehoben. Die Erhöhung der Zinsen wird die Rezession am Bau weiter anheizen, prophezeit der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie. Die Branche befände sich im freien Fall. Für nächsten Montag ist ein Wohnungsgipfel im Kanzleramt angesetzt. Wie können da neue Weichen gestellt werden? Ja, die Immobilienbranche verbindet mit dem Gipfel große Hoffnungen. Bauen muss billiger werden. Günstigere Hypothekenkredite für Bauherren, staatlich gefördert, wären hilfreich. Weiterhin fordert der Bausektor die Absenkung der Grunderwerbsteuer, weniger Bürokratie, hier vor allem eine schnellere Bearbeitung der Bauanträge sowie eine vergünstigte Abgabe öffentlicher Grundstücke für den Mietwohnungsmarkt. Viel Holz für einen zweistündigen Gipfel, bei dem rund 40 Vertreter der unterschiedlichen Interessengruppen mit am Tisch sitzen werden. Und wir werden berichten. Frank Bethmann, vielen Dank. Eingängige Balladen und mitreißende Schlager waren das Markenzeichen von Roger Whittaker. Wie heute bekannt wurde, ist der britische Sänger und Liedermacher vergangene Woche im Alter von 87 Jahren in Südfrankreich gestorben. Erste große Erfolge feierte Roger Whittaker mit englischen oder auch gepfiffenen Titeln. Zum gefeierten Star. Hierzulande wurde Whittaker in den 1970er und 80er Jahren mit deutschsprachigen Liedern auch durch viele Auftritte in der ZDF-Hitparade. Wer einmal einen Schirach in der Hand hatte, der legt ihn nicht so schnell wieder weg. So erging es jedenfalls sehr vielen, die damals sein erstes Buch lasen, Verbrechen, gefolgt von Schuld. In den beiden dünnen, kleinen, aber gewaltig feinen Bänden erzählte Schirach von echten Fällen aus seiner Zeit als Strafverteidiger in Berlin. Mit seinem neuesten Werk, knapp 50 Seiten Erzählung plus 50 Seiten Interview, schafft er erneut etwas Besonderes und erneut auch den Sprung in die Buchwelt.
Charts. Christoph Leppler über eine Liebeserklärung ans Schreiben. Es regnet. Ein einsamer Mann betritt die Bar. Er setzt sich, bestellt einen Drink. Genau so beginnt der neue Schirach. Mögen Sie Regen? Ich bin klatschnass. Ich stand 20 Minuten draußen, da drüben vor dem blauen Haus. Eine Premiere. Schirach steht solo auf der Bühne. Der Bestseller-Autor trägt sein neues Buch selbst vor. Der nächste Schritt, Schirach als Schauspieler. So geht er bald auf Tournee. Erste Kostproben. Wissen Sie, ob man hier rauchen darf? Ah ja, danke. In Berlin darf man noch im Restaurant rauchen. Also nicht offiziell, natürlich. Offiziell ist das längst verboten, wie überall. Aber abends um 11, nachdem alle gegessen haben, stellt man ihnen eine Untertasse auf den Tisch. Aschenbecherersatz. Wenn die Anti-Raucher-Fraktion das wüsste, die würde durchdrehen. Schirach spielt sich selbst. Wagnis oder gar Größenwahn? Mir macht es einfach große Freude, das zu machen und zu spielen. Und wir haben ja alle nur ein sehr begrenztes Leben. Und das ist, wenn wir uns umdrehen, schon vorbei. Ferdinand von Schirach. Was er anfasst, wird zu Gold. Über 10 Millionen verkaufte Bücher in 40 Ländern. Er schreibt über Menschen im Alltag, über Menschen am Abgrund. Niederlagen muss man erleben, sonst funktioniert es nicht. Also wenn Sie nichts haben, was Sie erschüttert, gibt es nicht, dann schreiben Sie über Blumenwiesen. Ja? Und es ist zwar ganz hübsch über Blumenwiesen, aber das ist wie Hotelkunst, ja? oder Aufzugsmusik oder so etwas. Das bedeutet nichts. Schirach probt seine Bühnenpremiere auf Schloss Elmau. Schöner geht es kaum als in der bayerischen Alpenkulisse. Doch der 59-Jährige macht sich Sorgen ums Land. Sein Großvater war die Nazi-Größe Baldur von Schirach. Der Enkel warnt nun davor, die Gefahr eines AfD-Aufstieges zu unterschätzen. Wenn wir diese Partei in irgendeiner Form in die Regierungsverantwortung bekommen, dann ist das Land verloren. Das ist überhaupt keine Frage. Und da können wir auch keine Späße drüber machen. Das ist wirklich ernst. Schirach will wachrütteln. Sein Leitmotiv, die Würde des Menschen. Und Wachsamkeit vor Diktatur und Willkür. Eigentlich bin ich Schriftsteller, müssen Sie wissen. Es ist ein sehr langweiliger Beruf. Offenbar zu langweilig für ihn. Nach dem Juristen, Schriftsteller und nun also der Schauspieler Schirach. Sein bemerkenswerter Weg zeigt, einmischen lohnt sich. Und er hat mal gesagt, manchmal verlieren wir uns und die Dinge gehen schief. Ich hoffe, dass wir uns heute nicht verloren haben. Und eins ist sicher, Nazan Göktemir wird sich später um 0.20 Uhr mit unserem Update melden. Das war's von uns beiden. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, bis morgen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, die erste Septemberhälfte war ja deutlich zu warm und eine richtig herbstliche Wetterlage stellt sich erst einmal nicht ein. Auch wenn es jetzt deutlich durchwachsener wird mit Schauern und Gewittern, zum Beispiel in der Nacht im Südwesten, das wird durchaus hier sehr ungemütlich, teils mit Starkregen werden. Und das Ganze verlagert sich ostwärts. Ja, und morgen, da lockert es auf und die Sonne kommt hervor und es wird nach und nach trockener. Schauen wir uns die Nacht an im Detail. Hier im Südwesten gibt es also kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Das verlagert sich ostwärts. Auch im Osten gibt es Schauer und dazu Blitz und Donner. Und das bei tiefsten Temperaturen von 9 Grad hier im hessischen Bergland. Deutlich milder an Oder und Neiße mit 16 bis 17 Grad. Und morgen im Südosten noch letzte Schauer, die sich allmählich südostwärts verabschieden. Ganz im Nordwesten kommen neue Schauer auf und das mit einem relativ kräftigen Wind aus Südwest, teils mit Sturmböen dort. Und das bei höchsten Temperaturen von 24 Grad ganz im Osten Deutschlands und auch im Südwesten 18 Grad zum Beispiel an der Nordsee.
Ja, der Mittwoch ist komplett trocken und ziemlich warm mit Temperaturen bis 27 Grad. Donnerstag sogar bis 29 Grad, aber dann kommen Schauer und Gewitter von Westen her auf. Freitag ist es nicht ganz so warm, aber für September immer noch ziemlich mild. Damit einen schönen Abend.